So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur zweiten und damit letzten Umfrage bezüglich der FIFA 16 Karriererennen, die wir dieses Jahr starten werden. Ich denke, ihr habt es mitbekommen. Es gibt dieses Jahr zwei parallel laufende Karrieren. Einmal mit einem etwas schwächeren nationalen Team aus Deutschland, aus der ersten oder zweiten Liga. Und eines mit einem absoluten Top-Team aus den Top-Ligen Europas. Und welche drei Mannschaften sich in der ersten Umfrage durchgesetzt haben, das werde ich euch heute verraten. Aber zunächst mal noch, ohne Scheiß, ein dickes, fettes Dankeschön. Ich habe es auf Facebook schon geschrieben. 38.942 Votes waren es insgesamt in beiden Umfragen. Stand 15.09. um 14 Uhr. Das ist krank. Genauso habe ich es auch geschrieben. Das ist krank, Freunde. Also an der Stelle ein dickes, fettes Dankeschön. Ich merke schon, die Vorfreude auf FIFA 16, auf den Karrieremodus, ist riesig bei euch. Und von dem her fehlt uns eigentlich erstens nur noch das Spiel, ganz klar die Vollversion. Und zum anderen natürlich noch die Entscheidung, mit welcher Mannschaft werden wir das Ganze starten. Und da werde ich euch heute mal eben schnell die drei jeweiligen Top-Mannschaften aus der nationalen Karriere und aus der internationalen Karriere vortragen, die mit den meisten Votes. Und in der Videobeschreibung findet ihr wie immer die zwei Links zu den beiden Umfragen. Da unbedingt vorbeischauen. Ihr habt diesmal nur die Möglichkeit, eine einzige Mannschaft von den dreien zu wählen. Natürlich für jede Umfrage, sprich ein nationales Team könnt ihr euch aussuchen und ein internationales. Und dabei sind folgende Mannschaften. Im deutschen Raum auf Rang 1 mit 15% der Stimmen, insgesamt 2.744 Votes, der SV Darmstadt 98, die Mannschaft, die sich zumindest in der ersten Umfrage am meisten gewünscht wurde. Dann auf Rang Nummer 2 der FC Augsburg, knapp dahinter mit 14%, und auf dem dritten Platz vor dem HSV, der wäre auf Rang 4 gewesen, der VfB Stuttgart mit 13%, insgesamt 2.343 Stimmen. Also dafür schon mal ein dickes Danke für alle, die mitgemacht haben im nationalen Bereich. Und der internationale Bereich, der darf natürlich auch nicht fehlen. Auf Rang 1 mit 2.871 Votes, mit 14% aller Stimmen, Manchester United. Auf Rang 2 der FC Barcelona mit 12% und auf Rang 3 der FC Liverpool mit 11%. Sprich, zwischen den genannten 6 Mannschaften könnt ihr euch jetzt entscheiden, welche zwei wir davon ja let's playen sollen. Das Ganze wird, wie gesagt, parallel laufen und einige haben auch gefragt, wieso gibt es noch eine Umfrage? Waren wahrscheinlich die, die das letzte Video nicht gesehen haben. Das liegt daran, dass ich wirklich ja euch alle mit reinnehmen möchte und am Ende soll die Mannschaft rauskommen, die wirklich die absolute Mehrheit sehen will. Und jetzt haben halt wirklich auch nochmal die Leute die Chance abzustimmen, die vorher für die Mannschaften 4 bis 10 waren. Heißt, die Karten sind komplett neu gemischt. Es könnte jetzt Darmstadt statt auf 1 auf 3 landen, Manchester United statt auf 1 auf 3 landen. Es ist alles möglich. Ihr seid dafür verantwortlich, die Mannschaft, die letztendlich am Donnerstag, der Donnerstag ist der 17., die am 17.09. um 14 Uhr die meisten Votes hat, im nationalen und im internationalen Voting, die wird letztendlich die Mannschaft sein, oder das werden die beiden Mannschaften sein, mit denen wir den Karrieremodus starten. Heißt, du hast die Wahl, ab damit mit dir in die Videobeschreibung, auf die beiden Links klicken, abstimmen, mitvoten, und dann würde ich sagen, geht der Karrieremodus hoffentlich, ich versuche alles, Jungs, am 18.09. los, sprich am Freitag, das ist in wenigen Tagen. Wenn wir das hinkriegen, wäre es episch, dann werden wir da rein starten mit einem internationalen und parallel auch mit einem nationalen Team. Und dann wird das, glaube ich, eine richtig, richtig runde Sache. Danke an der Stelle nochmal, wie gesagt, für über 39.000 Votes, was ich gar nicht gesagt habe. Komm, das gucke ich jetzt mal ganz, ganz schnell im Hintergrund nach. Es war auch krank, was ihr kommentiert habt. 2.134 Kommentare. Na dann, gute Nacht, Freunde. Wahnsinn, 30.000 Aufrufe jetzt schon das Video. Unfassbar. Also, ihr habt Bock, ich hab Bock. Jetzt fehlt nur noch erstens das Spiel, die Vollversion und natürlich die beiden Mannschaften. In dem Sinn, stimmt ab, votet mit und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Zeit, wie gesagt, bis zum 17.09. bis Donnerstag, 14 Uhr. Dann ist es fix, dann könnt ihr auch nachschauen und dann wisst ihr, wer ist die Mannschaft im nationalen und im internationalen Bereich. Genug geredet, Jungs. Ich bin raus, macht's gut, haut rein. Schönen Abend noch, euer Badeschlappen. Servus.